So, hallöchen Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt echt nicht mehr viel für uns zu tun. Es gibt zwei Sachen, die ich euch noch gern zeigen würde. Ja, genau zwei. Zum einen Island 7 und zum anderen die Höhle nördlich von Azuria City, wo wir ja schon mal waren, aber nicht reingekommen sind. Ups, jetzt bin ich zurück nach Orania City gefahren, oder? Ich wollte nach Island 7. Lässt mich bitte nach Island 7. Und so langsam neigt sich das Let's Play wirklich dem Ende zu. Ich bin auch schon total gehypt auf das nächste Projekt. Das habe ich euch ja schon erzählt, dass jetzt zuerst Zelda Twilight Princess kommt für die GameCube. So, hier haben wir Island 7. Also das ist meiner Meinung nach eines der besten Zelda-Spiele. Lasst euch das auf keinen Fall entgehen. Das Spiel ist so toll. Ich freue mich da schon richtig drauf, das zu spielen. Hier haben wir Island 7. Hier gibt es zwei Sachen zu sehen. Ja, also theoretisch drei Orte, aber es sind zwei sehenswerte Sachen und viele Trainer. Irgendwo auf dieser Insel schlafen besondere Pokémon, ja. Damit hat der eine Ort auch zu tun, da gehen wir jetzt aber zuerst nicht hin. Das heben wir uns noch auf. Also ich schätze mal, das Let's Play wird noch zwei oder drei Folgen haben, je nachdem wie schnell ich durch bin. Ja, da werde ich schon ein bisschen sentimental, gell? So, aber erstmal besiegen wir hier den Trainer. Je nachdem, wie viele Trainer uns sich uns in den Weg werfen, kann es natürlich auch noch etwas länger dauern. Aber nee, es geht jetzt wirklich rasend schnell dem Schluss zu. Aber wie gesagt, lasst euch das Zelda Twilight Princess Let's Play auf keinen Fall entgehen, weil das Spiel ist super toll. So, der hat jetzt noch ein Pokémon, glaube ich. Hypno, ich wechsle mal Zippo aus. Da, Nessie, mach du was. Los, mach. So, Hypno. Ist jetzt gut, ist nicht so schwach, aber ist, glaube ich, mega stark. Oh. Oh, das war jetzt nicht so viel Schaden. Das war jetzt Lapras, bitte. Okay, das läuft ganz ehrlich nicht so wie geplant. Justin, mach kaputt. Los. So, da dürfte Psychokinese jetzt nicht so viel Schaden. Oh. 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 Das ist jetzt unschön. Na, also geht doch. Dann kann ich gleich wieder zurück Pokémon heilen gehen. Ah, das läuft ja wieder super. Typisch Darius, Mensch. Und ab in dem Pokémon Center. Oh, es ist einer von Professor Eichs Assistenten, den habe ich ja voll überrannt. So, hey, halt, ich habe was für den. Okay, dann behalte ich selber. So schnell Pokémon geheilt. Und dann schauen wir mal, was dieser Assistent uns zu sagen hat. Die Natur dieser Insel bleibt nahezu unangetastet, daher können das Wandern hier schwierig sein. Okay, es ist doch. Ja, egal. Ach, da steht's ja schon, Trainerturm. Ja, da. Den will ich euch nur kurz zeigen, dass wir es auch drin haben. Ich werde da jetzt nichts groß machen. Wir haben hier einfach fordert andere Trainer heraus, genau. Da kann man einfach an Kämpfen teilnehmen und die Pokémon sind auf dem Level wie mein stärkstes Pokémon jetzt, also Zippo Level 69, oder? Ja. Ja, und je nachdem, wie viele Trainer man hintereinander besiegt, kriegt man halt Preise und so. Das zeige ich jetzt aber nicht im Detail. Es wird jetzt zu lang dauern. Vor allem ist es, glaube ich, nicht spannend. Ist da was? Wow, da ist einfach nichts. Jetzt hängt mir gerade was im Hals, ganz eklig. Dann können wir noch hier entlang. Moment, ich muss ganz kurz, mir hängt gerade irgendwie, kennt ihr das, wenn euch wie nicht Chips, Popcorn
so ein kleines Stück Popcorn im Hals hängt. So fühlt sich das gerade an. Das ist gerade ganz eklig. Moment, ich mute mich mal ganz schnell. Okay, das hat's nicht besser gemacht. Seltsam. So, an denen sneaken wir uns jetzt irgendwie vorbei. Oder werden wir von wilden Pokémon angegriffen. Beim Versuch, uns an ihnen vorbei zu sneaken. Metal Gear Style hier. Call me Snake. Okay, hier haben wir nichts. Und wieder zurück. Dün, 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 dün. Guck, weg. Okay, alles wunderbar. Eingang zur 7-Schatzschlucht. Was stand da dran? Trainer werden gebeten, die Pflanzen in der Schlucht nicht zu beschädigen. Sorry, Leute, einfach aus Prinzip. Ups, das war falsch. Bad Boy. Nein. Ich möchte... Oh. Ich gebe mein Bestes, meinen Mentor nicht zu enttäuschen. Ups. Ich dachte, weil die uns nicht angesprungen haben, die Bekloppte, das Prima-Paar. Weil die uns nicht gleich angesprungen haben, die Bekloppte, werden die nicht kämpfen wollen. Aber offensichtlich wollen sie doch kämpfen und wir haben Nina an zweiter Stelle. Die muss ich gleich mal rausnehmen, weil sonst kassiert die auch ein bisschen und das wollen wir ja nicht. Düpp, düpp, Flammenwurf und da lassen wir mal Aquana raus. Why not? Why not? Also quasi, wohin genau auf Englisch? Why not? Nee, warte mal, Isso heißt auf Englisch. Nee. Nee, wohin genau? Stimmt schon. Und jetzt stellt euch vor, das hätte Nina abgekriegt. Was? Wow. Jetzt stellt euch vor, das hätte Nina abgekriegt. Ich benutze mal einen Feuersturm auf Tauros, es müsste reichen und vielleicht Kaskade auf Miltank, wenn es durchkommt. Ah, oh, unglücklich. Immerhin greift Tauros jetzt nicht Aquana an. Wow. Ich habe so viel Glück in diesem Spiel. So, das Ganze nochmal. Ah! Moment, ich muss ganz kurz wegschreien. Ah! Okay, das war nicht arg weit weg, aber. Psch. So, das reicht für Tauros sehr gut. Und jetzt noch eine Kaskade auf Miltank wird nicht reichen. Aber hoffentlich genug Schaden machen, dass ein Flammenwurf reicht. Oh ja. Oh ja, jetzt dürfte ein Flammenwurf reichen. Mach hier einfach nochmal Kaskade und dann passt das irgendwie. So. Oh, schön viel Erfahrungspunkte für Aquana. Oh nein, es tut mir so leid. Why have you forsaken me? Ich bin jetzt mal zu faul, zurückzugehen zum Pokémon Center. Wir haben ja hier irgendwo bestimmt noch eine Top-Genesung, genau, sogar 15 für Aquana. Einfach, um jetzt den ganzen Weg nicht zurückgehen zu müssen. Ich habe gerade nachgedacht, was Aquana für ein Item hat. Dabei hat sie doch EP-Teile. Hier finden wir ein Nugget. Wir müssen da rein. Hier haben wir nämlich den Tanibo-Schlüssel. Hier müssen wir ein kleines Rätsel lösen. Damit, an dem Ort, wo wir jetzt hingehen, was passiert. So, zack, zack, zack. Nein! Ich habe mich verklickt. Und das Ganze nochmal. Yay! Entschuldigung! Ich habe jetzt von ein paar von euch auch gehört, dass ihr gern mal... Warte mal, das kann ich ja auch anders machen. Ich kann ja theoretisch auch... Na, ich mach das so. Seht gern mal ein Point, so ein schlechtes Point-and-Click-Adventure sehen würdet. Wenn das... Ah, fuck. Okay, das habe ich verkackt, das wusste ich nicht.
wenn dem so sei, schreibt es doch mal in die Kommentare, dass ich das auch weiß. Weil dann würde ich gern... Also ich stelle mir das echt lustig vor. Würde ich gern sowas für euch machen. So, wie machen wir das jetzt? Aber jetzt muss ich kurz nachdenken. Also den erstmal da durch. Dann bringen wir den mal da hoch. So. Also so nichts Langes, sondern so ein kurzes, schlechtes Point-and-Click-Adventure. Da habe ich auch... Also jetzt nicht schlecht, ich will jetzt kein Spiel direkt angreifen oder so. Aber Moment. So. So. Aber halt ein qualitativ nicht so hochwertiges, wenn ihr wisst, was ich meine. Ah, jetzt habe ich's. Ich habe da schon so ein oder zwei auf meinem Computer, die ich mir... Die wirklich sehr witzig sind, einfach dadurch, dass sie sich zwar ernst nehmen, aber nicht wirklich ernst zu nehmen sind. So. Irgendwo in der Ferne gab es eine geheimnisvolle Erschütterung. Das kann man dann auch schauen. Ich habe jetzt im Moment mehr Zeit, dass man das dann parallel zu Twilight Princess laufen lässt. Jetzt habe ich leider keinen Zertrümmerer dabei. Ah, Mist. Es macht nicht, dass du zufällig das stärkste die stärksten Pokémon hast. Es bedeutet nichts, wenn du nicht mit ihnen umgehen kannst. Weise Worte. Ich kann nicht mit ihnen umgehen, aber es funktioniert irgendwie. Dompteur Toni fordert uns heraus. So, Zippo. Ich glaube, Flammenwurf sollte es schon richten. Auch wenn die Pokémon jetzt wieder ein bisschen mehr aushalten, weil wenn ich mehr so hart überlevelt sind, dann sind wir trotzdem noch ziemlich stark. Aber nicht schnell, wenn wir an den nächsten Ort kommen. Also an den übernächsten. Aber das sehen wir erst nächste Folge. Ich gucke jetzt mal, wie weit ich euch den Ort zeige, wo wir hingehen, weil das ist halt echt nicht spannend. Es ist interessant, aber sehr repetitiv. Also es wiederholt sich sehr oft. Deswegen weiß ich nicht, wie viel ihr das sehen wollt. Ich werde es... Also die Folge wird vermutlich Überlänge kriegen. Ich merke es jetzt schon, weil wir 13 Minuten jetzt schon in der Folge drin sind. Was haben wir hier? Top-Elixier. Oh, I see trainers. Inside the mountain, I see trainers. Entschuldigung. Ah, außerdem sind sie nicht im Berg drin, das wäre seltsam. Ah, nice. Hier können wir auch nochmal Pokémon heilen gehen. Wenn ich das richtig... Ja. Tanze, tanze, Shaneira, tanze, mach auch mit, tanze, tanze. Ja, wir tanzen. Jetzt geht es dir gut, hast du ein Glück. Und hier finden wir einen Lucky Punch, wenn ich richtig bin. Ja, genau, das ist ein ziemlich seltenes Item, das manchmal auch wilde Shaneira, glaube ich, bei sich haben. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Bevor ich hier wieder Bullshit rede, glaubt mir am besten gar nichts. Und hier sind wir bei den Tanibo-Ruinen. Ich werde euch da jetzt mal zwei, drei zeigen, aber das ist jetzt nichts Atemberaubendes. Ich will mir einfach diese ruinenartigen Gebäude. Die Dreieckekammer. Aber, ja, hier gibt's halt alle 28 verschiedenen Inkognito. Inkognito, Entschuldigung. Ja, das sind einfach, die sehen alle so aus, nur dass es halt 28 verschiedene gibt. Für jeden Buchstaben im Alphabet gibt es eins und dann gibt es noch Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, das ist ganz nett, wenn man alle fangen will, aber... Gibt es noch eine größere Kammer ganz rechts. Oh, vielleicht hat die Folge doch nicht so viel Überlänge. Die hier... vor der Entrainer steht und sagt, dass hier ein mystisches Pokémon schlafen soll.
Ja, genau, das ist einfach dadurch, dass wir das Rätsel davor gelöst haben, erscheinen jetzt hier die Inkognitos. Oh, ich habe mich früher immer ganz verrückt gemacht, weil ich dachte, ah, hier gibt es so viele Ruinen und da muss es doch noch ein Rätsel geben, da muss es doch irgendwas zum Erkunden geben, aber nein, gibt es nicht. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man da vielleicht ein legendäres Pokémon hätte fangen sollen können, was dann aber rausgenommen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in den Köpfen von den Nintendo-Leuten da vorging, als sie das gemacht haben. Auf jeden Fall gibt es hier nur die 28 verschiedenen Inkognitos zu fangen, die hier wahrscheinlich auch mit mystisches Wesen gemeint sind. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich mir halt immer noch unsicher war, dass es, ob es hier wirklich nichts anderes gibt, aber es gibt nichts anderes hier. Der Egidius, fällt mir jetzt erst auf, was der für einen fancy Namen hat. Also, sein Name ist halt schon Egidius. Kann man neidisch drauf werden. Aber Egidius haben wir jetzt auch bezwungen. Und gehen hier in die Königekammer. Nee, Einamon-Kammer. Ja, da dachte ich halt, weil ich so ein bisschen höher gelegen ist. Hier haben wir zum Beispiel ein A-Inkognito. Kann es sein, dass es hier, je nachdem wie die Kammern heißen, unterschiedliche Inkognito gibt. Das weiß ich gar nicht. Aber mehr gibt es hier auch wirklich nicht zu sehen. Es gibt ein paar Trainer. Und lasst mich lügen, ich glaube 7 verschiedene Kammern. Wir können uns das auf der Karte nochmal schnell angucken. Ja, Tanibo-Ruinen halt. Und die Tanibo-Kammer. Eine antike Ruine, die angeblich ein spezielles Pokémon beheimaten soll. Die Existenz des Pokémon bleibt jedoch unbestätigt. Ja, das ist halt Inkognito. Aber mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Deswegen würde ich sagen, soll es erstmal gewesen sein mit der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Entschuldigung. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, auch von meinem folgenden Let's Play. Abonnieren nicht vergessen, würde mich sehr freuen. Und bis dahin. Tschüssi.